Darf man so etwas tun? Darf man sich für Gott so ereifern, wie das hier Mattathias tut? Natürlich kann man daraus ein theoretisches Problem machen. Man kann das dann ethisch oder auch moraltheologisch abwägen und bestimmte Theorien entwickeln. Aber das hilft offenbar nicht recht weiter. Wir finden solche Sätze wie ein Abtrünniger, aus welchen Motiven auch immer, aus Schwäche, aus Feigheit, aus Angst, nach vorne gehen und diesem Befehl von Antiochus folgen will. Wir finden ihn am Schluss abgeschlachtet über dem Altar durch einen Gläubigen, einen, der für Gott eifert. Darf man das? Ob man das darf, weiß ich nicht, liebe Schwestern und Brüder, aber eines scheint mir doch klar zu sein, wir Christen dürfen es nicht. Niemals. In keiner Situation. Ich weiß, wir werden uns ihm schnell anschließen können und sagen, ja, ist ja irgendwie klar, wir sind ja doch auch vom Evangelium her doch eher pazifistisch veranlagt. Aber dann fragen wir uns noch einmal, warum bis in die Gegenwart in gewissen Ländern, zum Beispiel in Lateinamerika, in bestimmten Ecken der Befreiungstheologie, bewaffneter Widerstand gepredigt wird. Aha, ist das was anderes? Wir haben doch das gleiche Problem. Im Namen Gottes und des Evangeliums nimmt man die Waffe zur Hand. Und die tut man nicht, um sie zu putzen, nimmt man sie zur Hand oder sie zu pflegen, sondern um sie zu gebrauchen. Und diese Waffe wird auf andere gerichtet. Darf man das? Nein. Nein, wir Christen dürfen es nicht. Weil eins klar ist anders. Alle Aussagen Jesu, nicht nur die Stelle im Garten Gethsemane, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. In allen Aussagen Jesu ist klar, wer das Gewaltmonopol hat und wer richtet und wem das zusteht, das tut. Das ist allein Gott, nicht wir. Ist denn dann Eifer für Gott ganz falsch? Hier liegen Gefährdungen, wenn wir das hören in der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift entwickelt sich. Die Heilige Schrift ist nicht einfach ein Absolutum, wenn wir jetzt das Makkabäerbuch lesen. Das ist nicht eine absolute Aussage der Schrift. Wir müssen natürlich dieses Makkabäerbuch im Sinn des Evangeliums aus. Und wir müssen differenzieren. Das heißt, wir müssen den Eifer des Mattathias schätzen, ohne dass wir in der Lage wären oder erlaubt wären, das Gleiche zu tun. Was den Mattathias auszeichnet und was uns ja heute vielfach fehlt, ein Eifer für den Glauben, dass uns wirklich daran etwas liegt, dass das nicht nur eine Grundierung ist, auch für diejenigen, die zur Kirche kommen. Das ist ganz schön, das hilft uns, es tröstet uns vielleicht. Aber Eifer ist etwas anderes. Eifer hat mit Hingabe zu tun. Und ich fand heute eine sehr schöne Bemerkung eines lutherischen Bischofs, der sehr in der liturgischen Bewegung auch engagiert war, Wilhelm Steen, der folgendes schreibt: Die völlige Hingabe ist das innerste Gesetz des Gebetes. Jedes echte Gebet ist zugleich ein Opfergang. Vielleicht hängt die Unfähigkeit zu beten, die auf uns lastet, sehr tief damit zusammen, dass wir Wort und Sache des Opfers so sehr aus unserem kirchlichen Bewusstsein und unserem geistlichen Leben verloren haben. Völlige Hingabe. Warum, liebe Schwestern und Brüder, verbrennen wir Kerzen? Ja, die Lichter sind schön, es kommt wieder die schöne Lichterzeit. Warum verbrennen wir Weihnachten? Weil uns in beidem etwas deutlich gemacht wird, was dieses innerste Gesetz auf das Stellen hier abhebt.
und was den Matthias erfüllt, was er verstanden hat, auch wenn er zu den falschen Mitteln hat, was dem innewohnt. Eine Kerze wird niemals brennen und Licht geben, wenn sie sich nicht selber verzehrt. Ein Weihrauch wird niemals duften, wenn er nicht verbrennt. Und ein Christ wird niemals ein Christ sein, ohne die völlige Hingabe, ohne seiner selbst zu vergessen und sich zu geben, damit Neues entsteht. Leben, Glauben wachsen. In dem Maße, in dem wir uns nur um uns selber kümmern, haben wir keinen Eifer, haben wir nichts. Und deshalb sind wir so trostlos. Wir sollten zumindest Schritte tun, uns hinzugeben, damit der Glaube wieder lebendig wird, hier in unserer Mitte.